Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch mal mein aktuelles Projekt, ein Energiespeichersystem, was ihr hier zu meiner Rechten seht, vorstellen. Baut im Prinzip auf mein vorheriges Video auf. Da habe ich ja schon mal so eine mobile Lösung mit dynamischer Einspeisung vorgestellt. Da hatte ich einen 2,56 Kilowattstunden PowerQueen Akku verwendet. Für kleine Haushalte ist das absolut ausreichend. Wir sind aber hier 5 Personen im Haushalt und da konnte ich diese Lösung im Prinzip nur für die Nacht nutzen. Ich möchte aber auch in den Abendstunden, wenn die Sonne weg ist, meinen eigenen Strom, den ich tagsüber gespeichert habe, verwenden. Aus diesem Grund habe ich dieses Energiespeichersystem hier aufgebaut. Ja. Arbeitet mit einem Fronius-Wechselrichter zusammen, aber ich werde euch auch 2 Lösungsbeispiele zeigen, wie man so ein Teil zum Beispiel in ein Balkonkraftwerk integrieren kann. Ich verwende hier wieder die Trucki-Platine für die dynamische Einspeisung, weil es macht ja nur Sinn, so viel Strom aus dem Akku zu beziehen, wie man auch tatsächlich dann abends oder in der Nacht braucht und nichts ins öffentliche Netz einzuspeisen. Dafür ist ja die Energie, die man tagsüber gewonnen hat, viel zu wertvoll. Die Trucki-Platine wurde weiterentwickelt von dem Trucki. Der hat mittlerweile eine Webschnittstelle entwickelt. Man kann also über ein Webinterface jetzt die ganzen Einstellungen und Konfigurationen vornehmen. Werde ich euch gleich zeigen in dem Video. Ihr bekommt hier schematische Skizzen, ihr bekommt Bezugsquellen, ihr bekommt Materiallisten, also alles, was man braucht, um so ein Projekt dann auch nachzubauen. Ich werde euch jetzt im ersten Step hier mal diesen Akku zeigen, den ich gebaut habe, weil das ist ja eigentlich das Herzstück von so einem Speichersystem. Ja, und dann halt hier ins Detail gehen mit der Steuerung. Wer Interesse hat, bleibt jetzt dran und schaut sich das Video an. Ja, und das ist hier mein ganzer Stolz, der Akku, den ich gebaut habe, mit Acrylglasabdeckung. So werde ich den dann auch später im Wirkbetrieb einsetzen. Und hier ohne Haube. Hier unten diese blauen Teile, das sind diese Zellen, in Summe 8 Stück. Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen von dem Hersteller Eve. Nennspannung pro Zelle 3,2 Volt. Kapazität 280 Amperestunden. Ich habe die Zellen nicht direkt aus China mir beschafft, sondern über ein europäisches Warenhaus. Es gibt die Website globalpower.com. Ja, die vertreiben diese Zellen hier in, über Polen. Da wartet ihr gerade mal maximal 10 Arbeitstage auf eure Batteriezellen. Mir war das zu riskant, hier in China direkt zu bestellen und 3 Monate zu warten, weil so eine Zelle, ich habe 150 Euro pro Zelle bezahlt, ne, mal 8 plus Versandkosten. Das waren irgendwie etwas über 1200 Euro und da war mir das zu heikel. Geliefert wurden mir 2 Kartons mit jeweils 4 Zellen. Ja, das waren richtig stabile Kartons, gut ausgepolstert mit so einem festeren Schaumstoff. Zubehör war hier einmal diese Isolierplatten und diese starren Busbars. Die Isolierplatten kommen hier zwischen die Zellen. Ich habe aber eigene noch gehabt, etwas stärkere, 1,5 mm. Habe die hier eingesetzt. Und ich habe die starren Busbars gegen flexible, hier diese orangenen Teile, getauscht. Ja, und von den technischen Werten, also globalpower.com sagte zum Beispiel, dass hier der Innenwiderstand so einer Zelle besser ist als 0,25 Milliohm. Ich habe die nachgemessen. Meine Zellen haben einen Innenwiderstand von 0,19 Milliohm. Und der schlechteste Wert war 0,21 Milliohm. Also Top-Werte. Und was noch sehr überraschend war, nachdem die geliefert wurden, die Zellen, hat man mich nochmal per E-Mail kontaktiert und hat nachgefragt, ob ich mit der Ware zufrieden bin und so weiter. Ja, und ich habe dann auch geantwortet, dass ich die Zellen in einem Video vorstellen werde. Ich habe einen YouTube-Kanal, ja, dann sind die hellhörig geworden und haben mir eine Kooperation angeboten, aber dazu am Ende des Videos mehr.
Ja, dann seht ihr hier, das Gehäuse besteht aus Siebdruckplatte. Ich nenne das mal hier das Fußteil, das ist das Kopfteil, ist 18 mm stark. Die Seitenteile hier, auch aus Siebdruck, die Fenster habe ich mit meiner CNC-Sperrholzfräse gefräst, die sind 12 mm stark. So, und hier seht ihr unten Aluwinkel, das sind 40 x 40 x 3 mm Aluwinkel, die sind zur Verstärkung der Bodenplatte, die ist nämlich 15 mm, aber da die Akkus in Summe 40 Kilo wiegen, habe ich hier noch diesen Winkel als Verstärkung da eingesetzt. Das komplette Gehäuse ist nicht verleimt, sondern alles nur in sich gesteckt. Hier, diese Seitenteile greifen in dieses Fuß- und Kopfteil. Ich zeige euch kurz ein Foto. Da sind nämlich so Nuten. Und das ist alles so bemessen, dass hier zwischen dem Anschlag von der Nut und diesem Seitenteil noch ein bisschen Spiel ist, sodass ich hier mit der Gewindestange, die ihr hier seht, die einzelnen Zellen untereinander verpressen kann. Die sind also hier untereinander verpresst. Wenn er das nicht macht, die Gefahr besteht, dass sich so Bäuche das bilden, also dass die einzelnen Zellen sich so ein bisschen aufblähen in der Mitte. Und das ist zum Nachteil von so einer Zelle. Ja, und dann seht ihr hier oben noch eine Platine, die ich gefräst habe. Ja, und diese gefräste Platine bildet das Bindeglied zwischen den einzelnen Zellen. Ihr seht hier auch so einzelne Adern, Kabeladern und dem Batteriemanagementsystem, was hier vor Kopf montiert ist. Das Batteriemanagementsystem hat die Aufgabe, die einzelnen Akkuzellen gleichmäßig zu entladen und auch zu laden. Und hat auch einige Schutzmechanismen integriert, sodass man so einen Akku auch nicht tiefst entladen kann oder überladen kann. Ja, und dieses Teil ist mit den Zellen verbunden über diese Platine. Ich habe das hier mit so einer Platine gemacht, weil ich wollte das alles hier schön aufgeräumt haben. Also keine so eine Freiluftverkabelung, kann man aber natürlich auch machen. Aber diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich in der Hinsicht ein bisschen bekloppt bin. Es muss immer alles perfekt sein und auch was fürs Auge sein. Ne? Und von daher habe ich das hier so umgesetzt und mir gefällt das auch alles sehr gut. Das Batteriemanagementsystem hat auch hier unten eine Bluetooth-Schnittstelle. Und über diese Bluetooth-Schnittstelle kann man ganz komfortabel mit einer App die einzelnen Parameter setzen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, hier seht ihr die DALI-App, um die Konfiguration vorzunehmen. Hier ist ein Eintrag A77A, der ist aber grau hinterlegt. Das ist hier mein Batteriemanagement oder auch kurz BMS genannt. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, sollte normalerweise eine Verbindung aufbauen. Er macht es aber nicht, es bleibt grau hinterlegt. Und dann müsst ihr hier auf dem Bluetooth-Empfänger auf diesen Knopf hier drücken. Das ist ein ganz kleiner Pinökel, da drückt man einmal drauf. So, und dann versucht man es nochmal. Und jetzt ist das hier fett hinterlegt. Jetzt klicke ich hier drauf. Und dann gelange ich zur Statusanzeige. Jetzt sieht man hier, der Akku ist 100% aufgeladen. Die Akkuspannung beträgt 26,7 Volt. Es fließt zurzeit kein Strom. Und hier seht ihr einmal die Zelle mit der maximalen Spannung, 3,341 Volt. Und die Zelle, die die geringste Spannung hat, hat 3,340 Volt. Also man sieht, die sind im Prinzip fast identisch. Die Differenz beträgt 0,001 Volt. Daran sieht man, ja, dieses Batteriemanagementsystem arbeitet vernünftig. Hier sind Zyklen. Ich habe den Akku also bis jetzt zweimal komplett aufgeladen und entladen. Hier seht ihr noch die Temperatur von dem Temperaturfühler. Ja, also das ist die Statusanzeige und dann gibt es hier die Parametereinstellungen und die zeige ich euch jetzt mal am PC. Hier seht ihr mal unter Parametereinstellungen, was alles so einzustellen geht.
Ich fange hier mal links an mit den Schutzparametern der Zelle. Normalerweise kann man eine Lithium-Eisenphosphat-Zelle ja, bis maximal 3,65 Volt aufladen. Ich will hier aber nicht an die Grenze gehen, habe hier deswegen den Wert 3,6 Volt eingestellt. Ne? Genauso kann man auch eine Zelle bis maximal 2,5 Volt entladen. Danach wird es brenzlig. War mir auch zu heikel, da jetzt bis an die Grenze zu fahren. Deswegen steht hier 2,7 Volt. Ich habe mich da auch so ein bisschen an diesen Power Queen Akku, an dieses Handbuch gehalten. Denn die haben auch ihr BMS so eingestellt, dass die Schutz, also die Trennspannung bei 21,6 Volt liegt. Und wenn ich jetzt hier diese 2,7 Volt mal 8 multipliziere, komme ich auf 21,6 Volt. Und den Wert findet ihr hier unten an dieser Stelle. Gesamtspannung, Schutzabschaltung. Genauso auch beim Aufladen des Akkus. Man kann den Akku bis 29,2 Volt aufladen, also diese 8 Zellen. Ich gehe auch nicht bis an die Grenze. Ich habe hier den Wert 28,8 Volt eingestellt. So, dann da mein Ladegerät, aber das seht ihr ja gleich, wenn ich euch die Steuerung zeige. Nur 36 Ampere liefert, habe ich hier den Wert 50 Ampere eingetragen. Und da das BMS maximal 100 Ampere Entladestrom liefern kann, steht hier der Wert 100 Ampere. Ja. Dann habt ihr hier ein Fenster weiter, die Zelleneigenschaften. Ja, ich habe hier Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Die Nennkapazität ist 280 Amperestunden. Die Referenzspannung ist 3,2 Volt. So, dann Wartezeit, bis das bis Bluetooth hier in Standby geht, habe ich 3600 Sekunden eingetragen. Dann, das ist hier SOC, State of Charge. Da müsst ihr erstmal den Akku komplett auf 100% aufladen und dann wird da der Wert 100% eingetragen. Hier die nächsten Werte 3,2 Volt und 0,02 Volt, die habe ich so gelassen, wie sie waren. Also das sind so meine Werte. Hier im nächsten Fenster ist jetzt nichts Weltbewegendes. Da trägt man also nur ein, wie viele Zellen man zusammen verschaltet hat. Das sind hier die 8 Stück. Und dann hier gibt es noch zur Temperatur Angaben. Da ich das Teil aber hier im Keller betreibe und da ich keine Minustemperaturen habe und so, ist das auch eigentlich irrelevant. Ne? Also diese Übersicht findet ihr auch in der Videobeschreibung. Überhaupt die ganze Dokumentation werde ich dahinter legen. Ja, und damit ist der erste Teil Akkubau abgehandelt und wir können uns dem Thema dynamische Einspeisesteuerung widmen. Ja, zurück in der Werkstatt. Eins hatte ich eben noch vergessen zu erwähnen, die Kosten von diesem Akku. Also etwas über 1200 Euro die Zellen, das hatte ich ja schon erwähnt. Das Batteriemanagementsystem von Dali in der 100 Ampere Variante plus dieser Active Balancer haben 100 Euro gekostet. Und dann nochmal Material für Holz, Plexiglas und so weiter, schätze ich mal 80 Euro. Also ihr könnt sagen 1400 Euro. Da kriegt er so einen Akku gebaut. Ne? Das Gehäuse ist natürlich jetzt hier in der Deluxe-Variante, das muss aber nicht sein. Ich zeige euch am Ende des Videos nochmal eine einfachere Version, so eine Sparversion. Die gibt es dann auch ja, zu gewinnen, die werde ich verlosen. Des Weiteren werde ich verlosen einen Trucki-Platinensatz. Den habe ich hier. Das ist die 200. Platine, die der Trucki ja, in Umlauf gebracht hat. Die könnt ihr auch gewinnen. Also es lohnt sich bis zum Ende dabei zu bleiben. Und ich hole euch jetzt erstmal ran und zeige euch hier die Komponenten im Detail. Insbesondere hier diesen Schaltschrank, was da verbaut ist. Hier seht ihr die Anlage mal auf einen Blick. Besteht aus drei Hauptbestandteilen. Einmal rechts der Grid-Wechselrichter Sun 1000G2 mit der verbauten Trucki-Platine. Die Trucki-Platine kommuniziert ja mit dem Shelly 3EM, das ist ein Energiemessgerät im Zählerschrank montiert und sorgt dafür, dass nur so viel Strom abends und in der Nacht hier ins Hausnetz vom Akku eingespeist wird, wie auch erforderlich ist. Also das ist diese dynamische Einspeiseregelung. So, dann haben wir hier den Verteilerkasten. Da sind zwei Energiemessgeräte verbaut, einmal für die AC-Seite und dann für die DC-Seite. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich mal den Wirkungsgrad von dem Wechselrichter ermitteln möchte. So, dann haben wir hier oben links DC-Trennschalter, der rechte ist für diesen Wechselrichter und der linke ist für mein Ladegerät. So, und hier rechts seht ihr noch eine Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Ich möchte nämlich, dass der Wechselrichter abends automatisch nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird. Und das kann ich hier über dieses Zeitrelais wunderbar machen. Das hat einen Wechselkontakt. Ja, und tagsüber schaltet der das Ladegerät hier in den Standby-Modus. Und aktiviert wird das Ladegerät über eine Steuerleitung, die ihr hier oben seht. Und die endet hier in diesem orangenen Kästchen. Das orangene Kästchen habe ich jetzt hier nur für das Video erstellt. Das ist ein einfacher Schalter. Und statt des Schalters kommt hier später ein potenzialfreier Kontakt dran von meinem Fronius-Wechselrichter. Aber die Details zeige ich euch jetzt eben am PC in der schematischen Skizze, weil dann ist das etwas einfacher zu verstehen. Ja, das ist die schematische Skizze. Ich fange mal in der Mitte an mit dem Netzwechselrichter. Der hängt hier über einen DC-Trennschalter an dem Akku. Genauso hier rechts mein Ladegerät von Meanwell hängt über einen DC-Trennschalter am Akku. Und hier ist dieser Wechselkontakt, von dem ich sprach, von diesem Astro-Zeit-Relais. Ne, dieses Astro-Zeit-Relais schaltet immer beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang. Und ich möchte ja, dass tagsüber nur das Ladegerät eingeschaltet ist und abends in den Abendstunden automatisch, also wenn die Sonne weg ist, der Netzwechselrichter eingeschaltet wird. Und das kann ich ja hier super mit diesem Zeitrelais machen. Ne, tagsüber ist der Kontakt hier in dieser Stellung. Das heißt, L1, also unsere Phase, versorgt über den Hauptschalter das Ladegerät mit Strom. Das Ladegerät ist aber im Standby-Modus, also in Lauerstellung. Und erst wenn hier dieser potenzialfreie Kontakt von meinem Symo-Fronius-Wechselrichter geschlossen ist, wird das Teil aktiv. Ja, und wann wird der Kontakt geschlossen? Ganz einfach. Das Smart Meter überwacht ja am Zählerschrank, wie der Stromfluss ist. Also beziehe ich Strom aus dem Netz oder speise ich ins Netz ein. So, und ich habe das Ding so eingestellt, dass wenn 1000 Watt eingespeist werden, das Smart Meter Alarm schlägt. Ne? Also das sagt dann, hör mal, Fronius Symo, wir speisen gerade über 1000 Watt ein ins öffentliche Netz. Jetzt schalt mal schnell deinen potenzialfreien Kontakt ein. Für die 1000 Watt kriegen wir nur 8 Cent. Den Strom können wir selber gebrauchen. Ja, und dann wird der geschlossen, der Kontakt. Dann wird das Ladegerät geweckt aus dem Standby-Modus, ist dann aktiv. Der Strom wird dann umgelenkt hier ins Ladegerät rein. Das Ladegerät macht aus dem AC-Strom DC-Strom, 36 Ampere. Ja, und der Akku wird dann geladen. Ja, und am Abend irgendwann, wenn die Sonne untergeht, dann wird von dem Astro-Zeit-Relais dieser Wechselkontakt umgeschaltet und das Ladegerät vom Netz getrennt und der Netzwechselrichter eingeschaltet. Ja, und dann findet eine Kommunikation zwischen dem Shelly 3EM und der Truki-Platine statt. Ja, also dieses Shelly schaut dann, wie ist der Verbrauch im Haus auf den einzelnen Phasen, bildet eine Summe und den Summenwert überträgt das Shelly an die Truki-Platine. Ich sage jetzt mal als Beispiel, 400 Watt haben wir an Verbrauch. Dann sagt das Shelly, du hör mal, Truki, 400 Watt werden gerade im Haus verbraucht. Regel bitte mal den Netzwechselrichter so, dass wir 400 Watt einspeisen. Ja, und der ist dann 1000, nimmt dann aus dem Akku die entsprechende Energie und speist die in unser Heimnetz ein, sodass ich dann 20, 30 Watt Netzbezug habe. Ne? Also mit der neuen Version 1.07 vom Truki klappt das auch sehr gut, diese Regelung. Das zeige ich euch gleich in der Werkstatt. Ihr seht hier noch die maximal 600 Watt Einspeisung. Also ich habe den Wechselrichter auf 600 Watt gedrosselt, dass er maximal 600 Watt einspeist, auch wenn ich hier eine Last von 1000 oder 1500 Watt im Haus habe. Einmal wegen dieser Balkonkraftwerkregelung von 600 Watt, da habe ich mich so ein bisschen orientiert, aber auch an der Akkugröße, weil 7,2 Kilowattstunden sind natürlich schon nicht schlecht, aber ja, wenn er 600 Watt kontinuierlich einspeist, dann ist der Akku nach 12 Stunden auch leer, ne? Also man hat da nicht unendlich viel Kapazität und muss trotzdem haushalten, ne? Von daher, in den Abendstunden, wenn man Fernsehen guckt und so und ja, vielleicht noch ein PC an ist, dann wird dann werden diese 600 Watt eigentlich komplett ausgeschöpft und ja, wirken unterstützend, dass wir nicht so hohen Stromverbrauch oder auch Stromkosten haben. Und in der Nacht, wenn alle schlafen, dann haben wir so eine Grundlast von 200 Watt und die schafft er ja dann locker. Also wir werden dann in der Nacht die Kosten komplett runterfahren, ne? Gegen Null fahren. Ne? Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Lösung.
Ja, und da ja nicht jeder einen Fronius-Wechselrichter hat, so wie ich, mit potenzialfreiem Kontakt, hier nochmal eine Möglichkeit, so als Parallelbetrieb zu eurem Balkonkraftwerk. Ne? Wenn ihr Platz habt und noch 4 Module aufstellen könnt, dann könnt ihr ja auch den Akku hier über so einen Laderegler laden. Das sieht dann so aus, 4 Module, irgendwie auf die Garage oder auf den Schuppen, dann mit einem 25 Ampere DC Trennschalter an den Laderegler. Das ist hier ein Victron 100/50, der passt auch zu diesen Modulen. Ja, und dann geht er über einen 63 Ampere DC Trennschalter auf euren Akku. Dann könnt ihr tagsüber, wird der Akku geladen. Ne? Der Wechselrichter ist hier vom Netz abgekoppelt durch diesen Kontakt von dem Finder Astro Zeitrelais. Ja, und abends, wenn die Sonne untergegangen ist, schließt dieser Kontakt. Dann haben wir ja keinen Stromertrag mehr und dann wird aus dem Akku in euer Heimnetz eingespeist. Ja, und zum Abschluss noch ein Beispiel, wie so ein Balkonkraftwerk in Verbindung mit einem Energiespeichersystem aussehen könnte. Da spart ihr euch dieses Astro-Relais, weil ihr schaltet ja dann nicht zwischen Nacht und Tag um, sondern da läuft das Akkuladen und auch das Einspeisen ins Netz parallel. Nur braucht ihr dann natürlich mehr PV-Generatorleistung, ne? Weil ihr ja beides versorgen müsst. Ihr solltet dann auch, wenn ihr 6 Module habt, auf die Systemspannung 48 Volt schwenken. Denn die Laderegler bei 6 Modulen, die werden dann erheblich teurer, weil die den großen Strom abkönnen müssen. Ne? Und bei einer 48 Volt Systemspannung habt ihr ja geringere Ströme, die fließen, weil die Spannung höher ist. Ne? Also das wäre hier mal so ein Beispiel, wie das aussehen könnte. So ein Victron MPPT 150/35er nehmt da, hängt da 6 Module dran, so mit 360 bis 400 Watt über so einen DC-Trennschalter. Ja, und dann wird einmal der Akku geladen über die PV-Generatorleistung und auch gleichzeitig der Wechselrichter. Und wie gesagt, schön ist, dass ja diese Trucki-Platine dafür sorgt, in Verbindung mit dem Shelly, dass keine Energie ja ins Netz eingespeist wird. Also alles, was ihr hier erzeugt, gelangt entweder in den Akku oder in euer Hausnetz. Ja, und bevor wir in die Werkstatt gehen, zeige ich euch noch mal kurz einen Einstellparameter im Sun-Wechselrichter im Konfigurationsmenü. Ihr könnt nämlich hier eine Sicherheitseinstellung vornehmen, um den Akku zu schützen. Klar hat der Akku ein Batteriemanagementsystem, aber das soll halt nur im Notfall greifen. Im Regelfall soll der Wechselrichter, wenn die Spannung nicht ausreichend ist, abschalten und das kann man hier einstellen. Ich habe jetzt hier eine Abschaltspannung von 23 Volt eingetragen und ja, dann wird der Wechselrichter vom Akku getrennt, wenn dieser Spannungswert erreicht ist. Und dann muss der Akku erst wieder geladen werden auf einen Wert von 25,6 Volt. Das ist die Nennspannung des Akkus, habe ich jetzt so frei gewählt. Dann wird erst wieder ja, das Teil aktiv. Ne? Man spart sich so ein Battery Protect Modul, wie ich das ja in meiner Powerstation verwendet habe. Und das sind ja auch wieder 60, 80 Euro. Ja, und hier seht ihr jetzt mal die dynamische Regelung von der neuen Firmware-Version. Also ich habe jetzt zurzeit 35,4 Watt Netzbezug und speise 522 Watt ein. Jetzt liege ich hier sogar bei 28,9, sogar 14,8. Also wir gehen hier fast auf die Null zu. Das war ja bei der mobilen Lösung noch nicht und bei der Version 1.03 von dieser Trucki-Platine oder von der Trucki-Firmware. Das hat der Trucki nochmal verbessert, angepasst. Und man kann das auch in dem Konfigurationsmenü selber ein bisschen beeinflussen. Das zeige ich euch gleich. Ich schalte jetzt hier mal das Licht in der Werkstatt aus und dann gucken wir mal, dann müsste der Wert ja runtergehen, müsste weniger einspeisen. Ja, und mal gucken, ob diese Netzbezugswerte so bei 14, 20, 30 Watt bleiben. Ich gehe mal eben zum Schalter. Jetzt seht ihr, haben wir nur noch eine Einspeisung 438 Watt und es wird 15,7 Watt bezogen. Ich mache jetzt noch diese Lampe aus, dann stehen wir zwar ganz im Dunkeln, aber mal gucken. So, jetzt sind wir auf 385 Watt. 16 Watt beziehen wir aus dem Netz. Also
hat er nochmal schön nachgeregelt. Ne? Also ihr seht, das funktioniert tadellos jetzt seit der neuen Firmware-Version. Bin und ich zeige euch jetzt mal am PC, was man in dem Webinterface da alles einstellen kann. Und das ist die Web-Oberfläche. Ihr erreicht dieses Truckee-to-Shelly-Gateway, indem ihr im Browser die entsprechende IP-Adresse eingebt. Ne, dann öffnet sich hier diese Oberfläche. Ist recht spartanisch gehalten, aber der Truckee arbeitet momentan daran, dass das optisch alles noch mal ein bisschen wertiger aussieht. Wichtig ist ja, dass alles funktioniert und das tut es. Ihr habt hier erstmal eine Übersicht aller wichtigen Daten, wie zum Beispiel Netzspannung, Batteriespannung. Ihr seht hier die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters, die eingestellt ist. Ihr könnt hier die IP-Adresse sehen von dem Shelly 3EM und man sieht hier sogar den Netzbezug, den aktuellen. Wir haben hier, obwohl wir 800 Watt einspeisen, noch 107 Watt an Netzbezug zurzeit. Ich klicke jetzt hier mal auf Settings. So, und hier könnt ihr jetzt Veränderungen vornehmen. Ihr könnt den Device-Namen ändern. Ihr könnt hier die Ausgangsleistung vom Wechselrichter bequem anpassen. Ihr könnt hier über Search, klicke ich mal drauf, den Shelly 3EM ausfindig machen im Netzwerk. Ihr braucht also nicht mehr im Router nachzuschauen. So, dann stellen wir mal hier auf 600 Watt um. Ist mir nämlich zu hoch, die 800 Watt Einspeisung. Ja, und hier gibt es einen Zero-Export-Controller mit drei Feldern, Min, Max und Durchschnitt. Damit könnt ihr beeinflussen den Netzbezug, ne? Also wie viel ihr noch aus dem Netz ziehen wollt. Ich hatte ja eben, habt ihr gesehen, in der Werkstatt, als wir die Lampen da nacheinander ausgeschaltet haben, immer einen minimalen Netzbezug von 15 Watt, ja, und maximal 30. Und das kann ich hier beeinflussen. Da müsst ihr dann selber mal ein bisschen rumspielen mit den Werten und den optimalen Wert für euch ja ermitteln. Mir ist halt wichtig, dass ich von der Akkuleistung nichts ins Netz einspeise und alles nur in, ja, in meinem Heimnetz verwende. Ne? Ihr könnt hier unten auch schön über Datei auswählen, eine neue Firmware aufspielen. Ja, also das habe ich auch ausprobiert, klappt einwandfrei. Wer noch weitere Infos haben will, ja, guckt einfach mal bei Truckee auf der GitHub-Seite vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich klicke jetzt hier mal auf Save and Reboot und dann schauen wir noch, ob der Wert 600 Watt übernommen wird. Ja, und da sehen wir den Wert. Also wurde alles übernommen, hat einwandfrei funktioniert. Ja, noch ein kleiner Hinweis, diese Version 1.07 ist auch heute veröffentlicht. Also mit der Veröffentlichung meines Videos hatte der Truckee diese Version auf seiner GitHub-Seite hinterlegt. Ist für diejenigen interessant, die schon diese Platine einsetzen, aber mit einer älteren Firmware-Version. Zum Abschluss werden wir jetzt noch die tatsächliche Kapazität des Akkus ermitteln. Wir haben hier 19.35 Uhr. Ich habe das Energiespeichersystem ja vor ca. 20 Minuten mal eingeschaltet. Ihr seht hier zwei Energiemesser, ein DC-Energiemesser, der misst die Energie, die aus dem Akku gezogen wird. Und wir sehen hier ein AC-Energiemesser, da wird die Energie gemessen, die in das Hausnetz eingespeist wird. So 0,23 Kilowattstunden werden hier angezeigt, also 230 Wattstunden habe ich eingespeist und aus dem Akku wurden 261 Wattstunden entzogen. Anhand der beiden Werte können wir morgen früh gegen 7 Uhr mal den Wirkungsgrad von diesem Wechselrichter berechnen und ermitteln. Wir können aber auch anhand dieser Messwerte dann die tatsächliche Kapazität des Akkus bestimmen. Ich werde natürlich auch in die DALI-App mal schauen, was das Batteriemanagementsystem sagt, wie der Akkustand ist. Aber das schauen wir uns dann morgen früh um 7 Uhr an. Dann haben wir einen größeren Zeitraum und auch verlässlichere Werte. So, wir haben jetzt morgens früh um 10 nach 7. Was sagen unsere Energiemesser? AC-seitig haben wir 3,74 Kilowattstunden, also 3740 Wattstunden eingespeist. Und aus dem Akku haben wir 4233 Wattstunden entzogen. Momentan wird noch eingespeist 329 Watt. Die App sagt mir, dass der Akku noch zu 42% gefüllt ist. Das heißt, ich habe noch eine Restkapazität von 3010 Wattstunden.
Wenn ich die jetzt hier zu diesen 4259 Wattstunden addiere, die ich ja schon aus dem Akku entzogen habe, dann komme ich auf einen Wert von ja, knapp 7300 Wattstunden. Und das sagt mir ja, dass der Akku also diese 7,2 Kilowattstunden auf jeden Fall hat. Ja, und hier noch die Wirkungsgradberechnung des Sun 1000. Der Wirkungsgrad Eta ist ja die Nutzenergie geteilt durch die zugeführte Energie. Und wir haben 3750 Wattstunden an Nutzenergie gehabt, die wir ins Netz eingespeist haben, mussten dafür aber 4240 Wattstunden aufbringen aus dem Akku. Und ja, wenn man das ausrechnet, kommen wir auf einen Wirkungsgrad von 88,4%. Das ist ein ordentlicher Wert, aber ich meine, der Hersteller gibt irgendwas von 91% in seinem Datenblatt an. Von daher hat er hier ein bisschen geschummelt. Und hier noch eine Grafik, die das Shelly 3M, also der Energiemesser, aufgezeichnet hat. Betrachtungszeitraum ist hier 0 Uhr bis 7 Uhr morgens. Interessant sind die zwei Kurvenverläufe blau und rosa. Der blaue hier im positiven Bereich stellt den Gesamtverbrauch in der Nacht, also den Netzbezug, dar, während diese rosane Kurve, die hier im negativen Bereich anfängt, die dynamische Einspeisung über mein Energiespeichersystem darstellt. So, und wenn man die beiden Kurvenverläufe mal vergleicht, dann fällt direkt auf, dass die identisch sind, halt nur gespiegelt. Klappe ich jetzt diese rosane Kurve mal nach oben, dann hebt die rosane die blaue auf. Ja, und das ist der Beweis dafür, dass wir eigentlich in der Nacht so gut wie keine Stromkosten hatten. Ja. Also diese dynamische Regelung vom Tuki hier, die Platine, die arbeitet wunderbar und ich bin echt begeistert davon. So, ihr Lieben, damit sind wir am Ende des Videos. War wieder extrem lang. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend, weil ja auch viel Theorie dabei war. Diejenigen, die mit den Begriffen Truckee-Platine und Shelly 3M nicht viel anfangen können, den empfehle ich, sich noch mein letztes Video anzuschauen. Oh, da ging es um Stromkosten in der Nacht reduzieren, so eine mobile Speicherlösung. Da habe ich im letzten Drittel des Videos das eigentlich recht ausführlich erklärt. Ja, ich habe mir mal hier noch einen kleinen Zettel gemacht, damit ich nicht alles vergesse, denn ich habe festgestellt, jetzt nach dem Schneiden des Videos sind noch einige Punkte offen. Also einmal die Gesamtkosten von dem Projekt belaufen sich bei ja, Akku plus Wechselrichter, Ladegerät, also für meine Lösung mit dem Fronius-Wechselrichter so um die 2500 Euro. Ist natürlich auch viel Geld. Aber wenn man das mal mit professionellen Lösungen vergleicht oder auch selbst mit Do-it-yourself-Lösungen, die auf Victron aufbauen, also auf ja, dem Multiplus 2 zum Beispiel, da seid ihr locker 6.000, 7.000 Euro los. Ist natürlich auch nicht vergleichbar. So ein Multiplus ist auch leistungsstärker, muss ich jetzt auch mal zugeben. Aber gut, ich bin jetzt nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Man weiß nicht, wie die Entwicklung weitergeht mit dem bidirektionalen Laden. Wir haben ja ein E-Auto. Vielleicht können wir in 2-3 Jahren sogar das Auto nutzen als Energiespeicher für unser Haus. Von daher ist das hier meine Schmerzgrenze mit 2.500 Euro. Ich bekomme ja auch über den YouTube-Kanal immer wieder ja, einen kleinen Obolus zugeschoben von Google und ich stecke mein Geld, was ich hier durch die Projekte verdiene, dann auch immer wieder in neue Projekte rein, sodass ich da im Prinzip immer so bei plus minus null rauskomme. Ne? Von daher ist das hier für mich sowieso wirtschaftlich. Ne? Ja, dann zur Akku-Kooperation wollte ich ja noch was sagen. Also ich habe da ja ganz normal eingekauft und ja, und erst im Nachgang, ich fand das halt klasse, dass da auch noch so eine Nachbetreuung stattfindet, dass man dann auch mal per E-Mail angeschrieben wird und nachgefragt wird. Und ja, ich habe jetzt für euch noch so einen kleinen Rabattcode ausgehandelt. Also in der Videobeschreibung, wer jetzt Interesse hat und so einen Akku nachbauen möchte, ich kann dieses gobelpower.com empfehlen. Ich habe natürlich auch nicht viel Erfahrung mit Akkus. Ich habe jetzt eigentlich, das ist der einzige Händler, wo ich bestellt habe, bin aber sehr zufrieden und man hat einen Ansprechpartner, wenn irgendwas sein sollte. Ihr habt jetzt einen Link, das ist ein Affiliate-Link, also wenn ihr darüber bestellt, dann habe ich da auch noch so ein klein bisschen was von. Ihr unterstützt meinen Kanal dadurch, würde mich freuen. Ihr habt diesen Rabattcode, ne, OFFI20, wenn ihr den eingibt, kriegt ihr 20 Dollar Rabatt. Ist jetzt nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Ja, und ich kann diesen Online-Händler also sehr empfehlen. Ja. So, dann Gehäusebau Light habe ich hier noch aufgeschrieben. Ihr seht hier vor mir die Light-Variante von dem Gehäuse.
Nicht jeder hat eine CNC-Fräse, aber ihr müsst ja auch nicht so ein aufwendiges Gehäuse bauen. Ich habe hier eigentlich ein Gehäuse gebaut, besteht aus drei Teilen, also Kopf- und Fußteil und ein Brett, was jetzt hier in der Nut drin steckt, was verschiebbar ist. Hier sind Gewindestangen, die sind mit einem Kunststoffrohr isoliert. Ich komme mal hier ein bisschen näher ran. Vielleicht seht ihr das. Hier ist auch der Hersteller Gust Alberts GmbH. Ich halte das hier mal rein. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So, und da kann man eigentlich mit relativ einfachen Mitteln so ein Gehäuse bauen. Und ich hatte es eingangs erwähnt, dieses Gehäuse verlose ich inklusive dieser Trucki-Platine. Also es sollte dann derjenige auch an der Verlosung teilnehmen, der dann auch die Absicht hat, so ein Teil zu bauen. Ne, diese beiden Teile, also Batteriegehäuse plus Trucki-Platine, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach einen Kommentar hinterlassen hier unter diesem Video mit Trucki 200, weil das ist die 200. Platine. Also Hashtag Trucki 200, ich blende euch das kurz ein und dann seid ihr dabei. Ihr könnt auch Fragen stellen zu dem Projekt, also das ist sogar gewünscht. Ich versuche auf meinem Kanal möglichst viele Fragen zu beantworten, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Ich finde das halt toll, diese Kommunikation untereinander und dieser Erfahrungsaustausch. Also wenn ihr Fragen habt zu dem Projekt, stellt die gerne. Ich habe hier nämlich auch gerade zum Akkubau nicht alle Themen behandelt. Man muss nämlich so Akkus, wenn man sie kriegt, erstmal alle parallel schalten. Dann so ein, zwei Wochen müssen die Zeit haben, um sich auszugleichen. Das hätte aber jetzt alles viel zu weit geführt. Dann wäre das Video noch länger. Und es gibt über den Akkubau gibt's so viele Videos auf YouTube. Da müsst ihr einfach mal suchen. Ne? Also das kriegt das schon hin. Ja, dann noch ein Punkt. Der Trucki wird auch einen Kommentar hinterlassen. Den werde ich anpinnen. Und wenn ihr Fragen zur Platine habt, spezielle, die kann der Trucki viel besser beantworten als ich, dann wendet ihr euch dann an den Trucki. Also der steht an oberster Stelle da mit seinem Kommentar und dann könnt ihr einfach eure Kommentare dazu drunter platzieren. Und wie gesagt, schreibt Hashtag Trucki 200 drunter, dann seid ihr bei dem Gewinnspiel bei. Das Gewinnspiel, die Auslosung, da will ich mich jetzt nicht festlegen, 2-3 Wochen wird das dann stattfinden hier auf dem Kanal. Ihr seht hier links, ich habe mir eine neue Tischbohrmaschine oder eine neue gebrauchte zugelegt. Vielleicht stelle ich die mal kurz vor. Ich habe mir nämlich hier auch so einen kleinen Bohrtisch gebaut. Dann kann man das irgendwie verknüpfen, dass ich die Auslosung mache und gleichzeitig euch kurz hier meine neue Tischbohrmaschine vorstelle. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn es so war. Ich bettel ja nicht gerne um irgendwelche Daumen hoch oder Abonnenten, aber man freut sich natürlich immer, wenn man dann auch einen... Oh, jetzt springt hier der Wechselrichter an. Es war mit Sonnenuntergang. Ja, und ich schalte jetzt hier mal aus. Man freut sich natürlich immer über einen Daumen hoch oder auch über ein Abo. Ja, und in diesem Sinne sage ich mal ciao, ciao und bis zum nächsten Video.